Schalömchen, Freunde! Schalömchen! Es ist endlich soweit. Ja. Ich habe mich schön angezogen extra für heute und wir sind gehypt. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Vor allen Dingen, endlich können wir das Video machen, was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Ein extrem Dual-Motor-E-Scooter testen mit euch, für euch und einfach mal natürlich alles auf Privatstrecke testen. Ich würde sagen, ja, machen wir schon nicht weiter. Gucken wir einfach mal rein. Öffnen wir mal das Paket. Machen wir mal auf, das Ding. Ach, Schalömchen. Ich guck mir nicht mal raus. Hier ist das gute Stück. Ganze Ding jetzt natürlich mit auf euch aufgebaut. Fazit. Eigentlich macht das einen soliden Eindruck. Wir wollten gerade einen Testfahrt machen, um euch natürlich mitnehmen. Leider konnten wir einmal kurz 55 km/h fahren und dabei Ende. Ja, also der ist direkt ausgegangen. Man muss nämlich sagen, das Ding wird mit komplett leerem Akku geliefert. Leider. Meines Wissens nach ist das nicht so gut, wenn Akkus komplett entleert gelagert werden. Ja gut, mal gucken, wie lange das Ding jetzt hält. Ja. So, jetzt kommen wir zum ersten negativen Punkt. Zeig mal kurz. Der Lenker ist einfach locker. Und das ist ein Klapplenker. Und auf einer Seite ist er locker, andere fest. Das Ding fährt 80. Da kann das wirklich nicht sein, dass das Ding einen lockeren Lenker hat. Also das geht echt nicht viel. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinschreiben. Mal gucken, was sie da für einen Lösungsvorschlag für uns haben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und dann werden wir die nächsten Tage das Ding mal auf Herz und Nieren prüfen. Jetzt kommen wir zum zweiten Negativpunkt. Genau, stimmt. So. Ihr könnt ja auf dem Tacho vermutlich nichts sehen. Jetzt könnt ihr was sehen. Jetzt gehe ich mal leicht hoch. So, das ist nicht übertrieben. Jetzt gucken wir genau gerade aufs Tacho. Man kann es erkennen. Jetzt gehe ich wirklich nur so 2-3 cm hoch und man kann nichts mehr erkennen. Mit dem Auge sieht man auch genauso viel. Wenn man da drauf steht, demonstrieren wir, stelle ich mal kurz da drauf. Ich stelle mich mal auf der Moped. Wie viel? Einfach nichts. So, jetzt geh mal mit deinem Kopf in die Höhe, bis du was auf dem Tacho sehen kannst. Ist halt wirklich nicht übertrieben. Ihr müsst so. Das ist tatsächlich für Chinesen gemacht. Ihr müsst so damit fahren, damit ihr da was sehen könnt. Das Tacho hat so eine beschissene Blickwinkelstabilität. Also was Beschisseneres habe ich noch nie gesehen. Jetzt haben wir natürlich hier schon gehört, wir könnten das Ding weiter nach hinten machen. Können wir nicht viel weiter? Erstmal, das Ding wackelt wie Sau, Alter. Wir haben alles nachgezogen, alle Schrauben. Ja, kannst du vergessen. Also da müssen wir aber auch die Bremse weiter nach unten machen. Da kommst du natürlich nicht mehr so gut dran und das Ding sollte schon gut bremsen. Und außerdem ist hier auch das, ich kann jetzt nicht Gas geben, dann geht der ab, ist hier auch das Zeigefingergas dran. Ich bin da kurz nach hinten gefahren. Jedenfalls kann man dann nicht mehr vernünftig Gas geben. Also, ich kann es euch ja nochmal zeigen, einfach nur, weil es witzig ist. Ich fokussiere mal hier auf den Tacho. So. Gebt euch mal, ab wann man hier wirklich erst was erkennen kann. Also das ist, glaube ich, das beschissenste Display, seit es Displays gibt. Guckt euch das mal an. Ich bin wirklich nur so, hier ist meine Hand. Ich bin nur so ein Stück über dem Display und ich kann nichts mehr erkennen. Die Blühdampf ist halt nicht ganz so krass. Na ja, schon. Ja, aber guck mal. Ich kann mal sagen, jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich wieder nichts. Also du hast wirklich... So. Das Problem ist... Ich bin ja ziemlich einigermaßen groß. Und ich sehe einfach, wenn ich das ganze Ding nach so hoch wie möglich mache, einfach nichts. Nein, das kannst du vergessen. Also, das Display ist Müll. Fertig. Kommen wir jetzt mal zur Beleuchtung, weil wir können ja nur die Sachen testen, die wir hier vorstellen, die wir hier getestet haben. Vorderlicht hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber das ist okay. Diese RGB-Beleuchtung an der Seite, die hat... Also mir würde es geiler gefallen, wenn das so eine Art Fade-Effekt hätte, wie bei so einem RGB-Corsair-Lüfter oder so. Die gehen komischerweise aber auch dann asynchron. Gerade war hier blau und dann war grün. Ja, das Hauptproblem, was wir da aber sehen, ist ganz einfach, das läuft über denselben Schalter wie das Hauptlicht. Ja, guck hier. Quasi, ihr könnt nicht ohne diese RGB-Beleuchtung fahren, wenn ihr Frontlicht haben wollt. Ja. Und ich finde das merkwürdig, da hätte man noch einen zweiten Schalter einbauen können oder an der Fernbedienung kann man auch nichts machen. Es funktioniert einfach nicht. Ihr könnt drehen und wenden, wie ihr wollt, es geht nicht. Ich werde mir mal an, die Zeit kann man kurz zeigen. So sieht's aus. 4 Knöpfkes. Ja, ist auch feinstes China-Material.
Ihr könnt den Roller abschließen, aufschließen. Ja, Alarmanlage anmachen. Ja, die Hupe von dem Ding, die können wir euch jetzt nicht zeigen. Glaubt uns einfach, die ist sehr laut. Hörst du das? Ja, ja, der macht Geräusche, wenn du da drauf drückst. Also Hupe ist extrem laut von dem Teil. Ja, an sich, das Ding kannst du scheiße tragen auf jeden Fall. Also wenn, ja. Wenn ihr im, weiß nicht, im Dachgeschoss, dritte OG oder wo auch immer wohnt und habt ziemlich eng Treppenhaus, kannst du vergessen. Also Emanuel hat es gerade runtergetragen, ich habe es wieder hochgetragen. Es ist auf jeden Fall ein Akt. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, bei dem Xiaomi hast du ja, dass der Lenker einrastet. Hier rastet der Lenker an sich auch ein, also die Lenkstange. Aber erstmal, du hebst das ganze Vorderrad mit an, was dann natürlich dafür sorgt, weil du hinten den Lenker nicht fixierst, dass der Lenker sich durchgehend dreht, während du das Ding hochhebst. Dann hast du noch ein wackeligeres Gefühl, also du hast nichts Starres in der Hand. Und ja, ne, das ist auf jeden Fall ziemlich wackelig. Also ein paar Mängel sind auf jeden Fall da. Das Hauptproblem ist wirklich der Lenker. Alles andere werden wir testen. Und das Display müssen wir schauen. Ja, also Display ist wirklich Müll. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich hier auch schon sehe, ist hier eine Macke drin. Ja, habe ich auch schon gesehen vorhin. So kleine Macke hinten drin. Gut, Freunde. Was hat das Ding gekostet? 1450 Euro, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Falls es nochmal interessiert, das Ding hat zweimal 1600 Watt, glaube ich, ne? Und, einen 35.000 mAh Akku von Panasonic, der hat Aufpreis gekostet. Ja. Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal in einem Video das ganze Ding auseinanderschrauben und gucken, wie die Verkabelung da drin ist. Aber das soll es erstmal für das Video gewesen sein. Wir werden viele Sachen mit dem testen und dann absolutes Fazit abgeben. AliExpress, E-Scooter, ja, nein. Ja, Freunde, dann kriegt ihr echt ein Fazit. Da müsst ihr erstmal hinsetzen. Guck, ob der Sitz nach hinten wegrutscht. Ich hab mich gerade draufsetze nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe ihn festgeschaut. Federung fehlt. Da ist doch eine drin. Luftreifen, ja. Nein, hier am Sitz. Ach so. Freunde, der Sitz ist geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin und ciao.